Hallo, in diesem Video möchte ich zeigen, wie man die Float-Darstellung berechnet nach dem IEEE-Standard und ich versuche das Video so kurz wie möglich zu halten. Ich habe dazu mal hier die Zahl 18,4 vorbereitet und wir wollen die jetzt in eine Float-Zahl umwandeln. Dazu gucken wir uns an, wie die Float-Zahl aufgebaut ist. Das habt ihr bestimmt schon mal gesehen, wenn ihr euch mit dem Thema beschäftigt. Es gibt ein Vorzeichen-Bit, es gibt 8-Bit für den Exponenten und es gibt 23-Bit für die Mantisse. Was die Mantisse ist, erkläre ich gleich. Dann füllen wir einfach mal dieses Ding und dann haben wir auch schon unsere Zahl. Gucken wir uns erstmal an, okay, 18,4, kein Vorzeichen, können wir also schon mal eine 0 hier reinschreiben. Das nächste wäre zwar der Exponent, aber den gucken wir uns nachher erst an. Wir rechnen erstmal die Mantisse aus. Und die Mantisse ist im Grunde einfach nur das hier als ganz normale Zahl mit ein paar Regeln zu beachten. Wir rechnen die Mantisse aus, indem wir das Ganze in zwei Teile teilen. Wir rechnen erst die 18 aus und dann 0,4. Jetzt müssen wir uns überlegen, wie wir 18 im Binärsystem darstellen. Das geht natürlich mit langen Berechnungen, die man natürlich machen kann, aber wir benutzen jetzt einfach mal den Taschenrechner dafür. Wir geben hier eine 18 ein und holen uns die Binärzahl raus. So, das ist also unsere 18 und jetzt gucken wir uns an, wie rechnen wir die 0,4 aus. Dazu habe ich mal was vorbereitet und zwar dieses tolle Bild hier. Das habt ihr bestimmt auch schon mal gesehen, falls ihr euch mit dem Thema beschäftigt habt. Wir gucken uns erstmal bis hierhin alles an. Wenn wir jetzt diese 18 dargestellt hatten, ich kann auch mal Pfeil runter machen. Dann haben wir das erste Bit, steht für die 1 als in der Dezimaldarstellung, Dezimaldarstellung. Das zweite Bit ist für die 2 in der Dezimaldarstellung. Das dritte Bit ist für die 4. Ist die für die 4 in der Dezimaldarstellung. Und so ist das hier gemacht. Wenn man jetzt so und wenn es in den Zahlenbereich unter die 0 geht, dann ist die Binärrechnung so ähnlich, nur halt unter die 0. Das bedeutet, dass wir für das erste Bit, was wir berechnen, was wir nach dem Komma haben, also wenn jetzt hier ein Komma stehen würde, dieses erste Bit hätte die Dezimalzahl ein Halb. Das zweite Bit hätte die Dezimalzahl ein Viertel. Das dritte ein Achtel, ein Sechzehntel, ein Zweiunddreißigstel. Also genauso wie hier es nach oben wächst, wächst es hier auch nach oben, allerdings unter dem Bruchstrich. Und genauso muss man das dann ausrechnen. Da ist das ein bisschen blöder, das mit dem Kalk auszurechnen. Ich habe das mal vorbereitet. So, und das ist die Darstellung von der 0,4. Wobei wir an diesen kleinen Pünktchen hier sehen, das geht immer weiter. Das heißt, die 0,4 können wir eigentlich gar nicht richtig darstellen mit der Art und Weise, wie das hier dargestellt wird. Gut, was machen wir als nächstes? Wir müssen das Komma verschieben, sodass an der vordersten Stelle eine 1 steht. Und dazu verschieben wir es um 1, 2, 3, 4 Positionen nach links. Das wäre wie, wenn wir das Komma in der Dezimalzahl irgendwie verschieben wollten. Das heißt, von hier könnten wir es ja auch nach hier verschieben. Und dann würden wir einfach mal 10 hoch irgendwas rechnen, um das mal äquivalent zu zeigen. Wow. 1,84 mal 10 hoch 1, also 10 hoch 10, einfach nur 10, ist gleich 18,4. Und genauso ist es hier auch. Brauchen wir aber nicht. Das heißt, wir verschieben jetzt das Komma um 4 Stellen nach links und müssten dann nachher, wir müssen uns das ja merken, um 4 Stellen wieder nach rechts verschieben. Da wir aber im Binärsystem sind, sieht das dann so aus, dass wir nachher mal 2 hoch, in unserem Fall 4, rechnen müssen. Jetzt verschieben wir es nach links, das heißt, nachher müssen wir es nach rechts verschieben. Dass wir es nach links verschieben hier und dass dann unbedingt eine 1 vorne stehen muss, das hat Gründe mit der Darstellung. Ist also im Grunde so eine Sache von Komprimierung, will ich mal ganz einfach sagen. Und diese 4 ist mehr oder weniger das, was dann da reinkommt. Dabei wollten wir doch die Mantisse ausrechnen und nicht den Exponenten. Ach, so ein Mist. Also wir merken uns das erstmal vor hier. Das kommt aber mal weg, weil das stimmt ja noch gar nicht ganz. So, was ist jetzt also die Mantisse? Die Mantisse ist genau das, was übrig bleibt. Und zwar das hier. Das, was übrig bleibt, wenn wir das Komma verschoben haben. So, das ist die Mantisse. Warum kommt jetzt die 1 nicht dazu? Vielleicht habt ihr es schon mal irgendwo gesehen. Die muss gar nicht da in die Mantisse mit reingeschrieben werden. Weil es wird immer, das Komma wird immer so verschoben, dass vorne eine 1 steht und keine 0. Das heißt, es muss vorne immer eine 1 stehen. Und das heißt, dass der Rechner weiß, dass da vorne eine 1 steht, dann braucht er es ja nicht abspeichern, wenn es immer so ist. Okay, was passiert jetzt mit dem Exponenten? Ich habe gesagt, die 4 ist noch nicht fertig. Das wäre nämlich zu einfach. Jetzt gibt es zum Beispiel auf Wikipedia eine coole Berechnung, die da heißt. So steht sie mehr oder weniger da. 2 hoch n minus 1 minus 1 plus Exponent. Das n steht dabei für die Anzahl der Bits, also in dem Fall 8. Das heißt, hier sollte dann stehen 2 hoch 7
minus 1 und das sind insgesamt 127 plus der Exponent plus 4 sind gleich 131. So, im IEEE-Standard ist für Single Precision vorgesehen, dass der Exponent 8 Bit lang ist und das heißt, dass diese Zahl, was man hier ausrechnet, wow, ich wechsle mal die Farbe, was man hier ausrechnet, immer 128 minus 1, also das zusammen immer 127 ist. Wenn man Double Precision hat, dann sind das hier keine 8-Bit, sondern 16-Bit. Und dann wird man feststellen, wenn man das ausrechnet, dass man immer auf 1023 kommt. Man kann sich ja die Rechnung so merken, dass man immer ein Bit weniger machen muss und dann den Exponent draufrechnen. Das heißt, und das ist im Grunde auch schon unsere Lösung für unseren Exponenten. Und ich habe mich jetzt gefragt, und deswegen, das ist eigentlich der Grund, weshalb ich dieses Video mache, den Rest hatte ich immer relativ gut verstanden. Was hat es denn jetzt hier mit diesen blöden 127 auf sich? Das wird irgendwo als Bias bezeichnet oder als Exzess. Komische Sachen. Wenn man Wikipedia glauben darf, und das darf ich glaube ich an dieser Stelle, dann liegt das daran, dass das auch wieder eine Art von Geschwindigkeitsvorteil bringt an vielen Stellen. Also ist im Grunde nur was Technisches. Muss man sich einfach nur merken, wenn man das dann in der Prüfung oder sowas machen will. Und ansonsten, wie gesagt, relativ einfach. Vorzeichen ausrechnen, Exponent ausrechnen, dann diese Zahl entsprechend draufrechnen, das muss man sich tatsächlich merken. Und dann einfach diese Zahl da reinschreiben in die Mantisse hinten dran mit 23 Bit, so dass das Komma so verschoben ist, dass vorne die 1 steht. So, und das war's auch schon. Ich hoffe, man hat es irgendwie verstanden.